Ja, wir haben uns mit zentralen Inhalten befasst. Also, was sind die zentralen Inhaltskonzepte der Informatik? Jetzt geht's aber in der Schule nicht nur darum, Inhalte kennenzulernen oder zentrale Inhaltskonzepte, sondern insbesondere auch darum, die Denk- und Arbeitsweisen einer Disziplin kennenzulernen. Also letztlich die Methoden, mit denen Menschen in einer gewissen Disziplin arbeiten. Ja, also wenn ich jetzt Mathematik beispielsweise lerne, dann geht es nicht nur darum, so Konzepte wie Funktion oder Zahl oder so kennenzulernen, sondern auch mathematische Tätigkeiten auszuüben. Man sagt in der Mathematik, Mathematik zu treiben. Ja? Also Denk- und Arbeitsweisen von Mathematikern und Mathematikerinnen auf einem ja, allgemein bildenden Niveau kennenzulernen. So etwas wie in der Mathematik wäre das jetzt mathematisch argumentieren, mathematisch Probleme lösen, mathematische Darstellungen verwenden und so weiter. Das heißt, es geht nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Prozesse. Dieses Spektrum ist insbesondere bei den NCTM-Standards für die Mathematik, das sind amerikanische Standards für die Mathematik, Schulbildung aufgekommen. Da hatte man auch zwischen Inhaltskonzepten und Prozesskonzepten unterschieden oder Inhaltsstandards und Prozessstandards. So. Diese Richtung, dass man Prozesse für wesentlich erachtet in Lern-Lern-Kontexten, bezeichnet man auch als Process as Content. Also wir wollen als Lehrerinnen und Lehrer nicht nur Inhalte an die Schülerinnen und Schüler bringen, sondern wir wollen, dass sie lernen, bestimmte Denk- und Arbeitsweisen durchzuführen. So. Parker und Rubin waren mit die ersten vielleicht, die das so explizit mal in ein Buch gegossen haben. Und daraus stammt folgendes Zitat: Process in contrast to the compendium of information. Ja, also sozusagen im Gegensatz zu dem Inhaltskanon. Process refers to all the random or ordered operations which can be associated with knowledge and with human activities. Also, alle Operationen, Handlungen, die in irgendeiner Weise mit Wissen verbunden sind. Es geht um Denk- und Arbeitsweisen, die dazu dienen, Wissen mit Wissen umzugehen, Wissen zu verarbeiten, Wissen zu bilden, Wissen zu verknüpfen, Wissen zu konstruieren. So, und da gibt es jetzt eine Vielfalt von Prozessen, mit denen Wissen gebildet wird. So. Und jetzt ist die Frage, welche dieser Prozesse sollten denn in welchem Fach insbesondere vermittelt werden? Okay, wenn man mal in die Mathematik schaut, die habe ich gerade als Beispiel genommen, die NCTM-Standards sind auch letztlich eingeflossen in die Standards der Kultusministerkonferenz bezüglich der Mathematik, jetzt hier für den mittleren Schulabschluss, also für Realschule. Die werden genannt allgemeine mathematische Kompetenzen und hier sind die beispielsweise aufgeführt als mathematisch argumentieren, mathematische Probleme lösen, mathematisch modellieren, mathematische Darstellung verwenden und mit formalen Elementen umgehen der Mathematik. All diese Prozesse sollen erlernt werden über die ganze Schullaufbahn hinweg, also letztlich auch das Spiralkurriculum, was dahinter steckt. Und man geht davon aus, dass diese Prozesse auch in allen Teilgebieten der Mathematik eine Rolle spielen. Ne, mathematische Probleme lösen macht man überall. Dass sie auf allen kognitiven Niveaus vermittelbar sind, habe ich gerade gesagt, Spiralkurriculum, dass sie zeitlich längerfristig relevant sind und dass sie auch irgendwo einen Bezug zu Alltag und zum Denken und Sprache von Alltag haben. Also könnte man an die Prozesse genau die gleichen Kriterien ansetzen wie an die Inhalte. So. Jetzt ist die Frage, was sind denn die zentralen Prozesse der Informatik? Jetzt kann man sich wieder hinsetzen und überlegen, was sind die zentralen Prozesse? Wir haben in einer ähnlichen Untersuchung wie bei den Inhaltskonzepten Folgendes gemacht: 120 Informatikprofessorinnen und Professoren angeschrieben, ne? Fragebogen, das haben wir immer schön verpackt. Also Fragebogen in einen schönen Umschlag gepackt, mit schönen Briefmarken drauf. Ne? Sie müssen die Informatikprofessorinnen und Professoren davon überzeugen, dass es wichtig ist, was sie machen. Also nicht einfach nur Online-Fragebogen hinschicken, sondern einen schön gestalteten Fragebogen mit schönen Briefmarken, hinten mit Wachs versiegelt. Ne? Da haben wir nächtelang gesessen und Wachs auf Briefumschläge getropft, damit es einigermaßen schön aussah und die versendet. Ja? Und zwar mit der Aufgabe, hier diese
44 Prozesse waren es, die haben wir aus einer Liste genommen, ist egal woher, also gab es ein Buch von Costa und Liebmann, da haben wir die rausgenommen. Da muss man sich auch erstmal auf eine gewisse Grundmenge von Prozessen einigen. Das ist nicht ganz so einfach bei den Prozessen wie bei den Inhaltskonzepten, aber gut, wir haben jetzt mal diese Liste genommen und haben die an Professoren geschickt und mit der Bitte wieder einzuschätzen, ne? Inwieweit jede dieser Kriterien auf jeden dieser Prozesse zutrifft. Okay, die Auswertung haben wir hier genauso gemacht wie bei den Inhaltskonzepten. Ja? Also erstmal Mittelwertsanalyse. Okay, hier sehen Sie wieder die vier Kriterien, Mittelwerte bezüglich der vier Kriterien und dann den Gesamtscore. Und jetzt sieht man hier, Problem Solving and Problem Posing hat den höchsten Wert. Also das ist ein ganz zentraler Prozess der Informatik. Probleme lösen. Sie erinnern sich, Inhaltskonzept Problem war auch ganz besonders wichtig. Ne? Also hängt letztlich jetzt mit zusammen. Analyzing als wichtiger Prozess, analysieren von Problemen, von Problemsituationen, von Programmen, von Systemen. Also gerade die, Sie merken schon, das hängt alles zusammen mit den Inhaltskonzepten. Ne? Analyzing, ich analysiere was? Programme, Probleme, Daten etc. pp. Die Inhaltskonzepte sind letztlich der Gegenstand, an dem sich diese Prozesse dann vollziehen. Okay, Generalizing, generalisieren, ne, es geht nicht nur darum, Einzelfälle zu lösen in Informatik in der Regel, in ganz wenigen Fällen, wie beim Färbeproblem oder so, hat man mal so einen einzelnen Fall gelöst, aber eigentlich will man Klassen von Problemen lösen. Alle Probleme einer bestimmten Art. Also Generalizing, ganz wichtig. Finding Relationships zwischen Elementen. Und Classifying, also das geht jetzt auch stark in Richtung Objektorientierung beispielsweise, wenn man so will, oder Objektorientierung ist eine Instanzierung dieser Prozesse, klassifizieren und Relationships finden, ne? Klassen bilden und die Beziehungen zwischen den Klassen oder den Objekten. Investigating, Ordering, Communicating und so weiter sind auch wichtig. Wenn man nach unten guckt, ans Ende, Intuition verwenden, scheinbar nicht so wichtig. Na, ich würde sagen, als Informatiker braucht man schon Intuition, aber vielleicht ist Informatik nicht das Fach, in dem man Intuition verwenden am besten lernen kann. Ja? So, dann Meaning Making, also etwas mit Bedeutung versehen, Metaphern verwenden, braucht man in der Informatik nicht so sehr. Ne? Mediating and Coaching, also andere betreuen. Naja, okay, jetzt haben wir aber Folgendes gemacht, wieder Clusteranalyse. Ne? Guckt, welche Prozesse sind denn ähnlich, um Cluster zu bilden. Jetzt sieht man hier die Winner-Cluster, zum Beispiel hier oben, insbesondere im Horizontalkriterium und im Zeitkriterium, werden diese Prozesse hier hoch bewertet. Also ganz besonders in allen Teilgebieten relevant über langen Zeitraum. Finding Relationships, Classifying, Problem Solving and Problem Posing, Investigating, Analyzing and Generalizing. Und dann kommen noch die anderen wichtigen Prozesse. Letztlich kann man sagen, diese Prozesse hier sind alles zentrale Prozesse der Informatik. Der mittlere Bereich ist ja nicht mehr so ganz interessant. Hier kann man vielleicht nochmal gucken, Vertikalkriterium im stark eingeschränkt, vielleicht nicht auf allen kognitiven Niveaus, deduktives Schließen, Hypothesen treffen und so. Also da geht es schon stark auch in kognitive Niveaus rein, wo man sagt, naja gut, da muss man vielleicht, kann man jetzt vielleicht nicht direkt im Kindergarten anfangen oder nur sehr, sehr low level oder es bietet sich gerade dafür an, es auf allen kognitiven Niveaus zu machen. So, und dann hier unten, das waren eben die, mit denen wir uns auch gerade befasst haben. Okay, das sind jetzt also die zentralen Prozesse der Informatik. Jetzt können wir mal gucken, wenn man es mal nebeneinander stellt, hat man jetzt die zentralen Prozesskonzepte hier links aufgeführt und die zentralen Inhaltskonzepte rechts. Jetzt kann man sagen, jetzt kann man ein schönes Curriculum stricken, indem man die miteinander verknüpft. Ne? Also es geht darum, Algorithmen zu analysieren oder hier Creating and Inventing Algorithm oder Comparing Data oder Ordering Data oder Problem Solving and Problem Posing in Verbindung mit Program oder Algorithm und so weiter und so weiter. Ne? Also dass man das miteinander verschränkt. Jetzt kann man sich die nächste Frage stellen, wie
miteinander verschränken? Oder welches dieser Inhaltskonzepte lässt sich denn ganz besonders gut mit welchen Prozesskonzepten verschränken? Kann man es jetzt wieder überlegen? Oder, Sie erraten es, Expertenfragen. Wir haben wieder 120 Fragebögen gemacht mit einer Matrix aus den Prozesskonzepten, Inhaltskonzepten und haben die Experten befragt, wie sie die Verbindung sehen, die Stärke der Verbindung zwischen Inhalt und Prozess jeweils auf einer Skala von 0 bis 5. Nee, immer unterschiedliche. Ja. Man glaubt gar nicht, wie viele Informatikprofessoren es in Deutschland gibt. Ne? Ich meine, wir haben 360 angeschrieben in diesen drei Untersuchungen und es gibt, und zwar, wir haben, glaube ich, nur die obersten 15 Universitäten genommen von, oder obersten 15 Hochschulen von ein paar 50 oder so. Ja. Also unglaublich viele Informatikprofessoren in Deutschland. Ah ja, was rauskam, sage ich gleich. Hier sieht man an den GI-Bildungsstandards, also in etwa demselben Zeitraum wurden auch Bildungsstandards der Gesellschaft Informatik rausgegeben und die haben einen ähnlichen Weg gewählt. Ne? Prozessbereiche modellieren und implementieren, begründen und bewerten, strukturieren und vernetzen, kommunizieren und kooperieren, darstellen und interpretieren als die wesentlichen Prozesse der Informatik. Die kann man auch in der anderen Liste wiederfinden letztlich. Und hier als Zentralinhaltsbereiche Informationen und Daten, Algorithmus, Sprache und Automaten, Informatiksysteme und hier unten nochmal der Alltagsbezug. So. Das ist auch ein sehr sinniges Konzept, was letztlich ähnlich gelagert ist, wie das, was ich Ihnen jetzt an empirischen Ergebnissen vorgestellt habe. So. Was kam jetzt raus? Hier sieht man es. Und je blauer oder je dunkler, umso größer ist die Verbindung. Das hier ist also die absolut stärkste Kombi hier in der Ecke, ist diese hier. Problem Analyzing. Also, wenn man wissen will, welche Tätigkeiten machen Informatiker am stärksten, ja, dann ist es Problemanalyse. Jetzt sieht man aber auch hier, Analyzing ist überhaupt der stärkste Prozess in Kombination mit Inhaltskonzepten. Also, eigentlich sind Informatiker diejenigen, die insbesondere alles Mögliche analysieren. Natürlich mit dem gewissen Ziel, es später Datenverarbeitungsmethoden zugänglich zu machen oder Programme zu entwickeln, Softwarelösungen, die das Analysierte dann letztlich im Computer abbilden. So, außerdem hier, Problem ist das stärkste Inhaltskonzept in Verbindung mit allen Prozesskonzepten. Also letztlich geht es in der Informatik um Probleme. Und jetzt sieht man hier Probleme analysieren, aber auch Probleme kategorisieren, Probleme klassifizieren, Probleme generalisieren, Finding Relationships bezüglich Problemen, Probleme präsentieren und so weiter und so weiter. So, was sieht man hier noch? Sehr interessant ist, dass jetzt auch bestimmte Inhaltskonzepte geclustert wurden hinsichtlich ihrer Bewertung zu Prozesskonzepten. Also hier zusammen Model, Algorithm und Structure. Das sind abstrakte Konzepte, die letztlich auf dem Papier gemacht werden können. Während hier unten Software, Program, Computation, System, Language, naja, und Test, das sind die Dinge, vielleicht außer Language, aber vielleicht mit Programmiersprachenverbindung schon, das sind die Konzepte hier unten, die letztlich im Computer ablaufen, also zur Laufzeit existieren, reale Instanzen von Problemlösungen im Computer, ja. Und hier oben Model, Algorithm und Structure, die sind insbesondere sind diese theoretischen Konzepte hier oben in Verbindung zu sehen mit Kategorisieren, Klassifizieren, Generalisieren und so weiter. Während hier unten diese praktischen Inhaltskonzepte, insbesondere mit Investigating, Problem Solving and Problem Posing und Creating and Inventing zu tun haben. Macht also Sinn. Ne? Sehr spannend auch hier dieses Feld, Ordering, dieser Prozess, Ordering, spielt eigentlich mit praktisch keinen Inhaltskonzepten eine Rolle, außer Information und Data. Also überhaupt die Tatsache, dass Information und Data zusammengehören, ist super. Das zeigt einem letztlich auch, dass das, was man hier mit dem Fragebogen erfasst hat, nicht irgendwie zufällig oder sinnlos ist, sondern es macht Sinn, was da rauskommt. Hat uns eigentlich relativ zufriedengestellt, so, ne? Okay. Und diese grün umrandeten, das sind die, die jetzt oberhalb des Gesamtmittelwerts oder so liegen, ja,
Das sind insbesondere die Felder, in denen man sagen kann, okay, da kann man jetzt mal einen Unterricht drum rumstricken. Ja? Also beispielsweise, um hier mal Probleme klassifizieren, kategorisieren, generalisieren und so weiter. Das kann man mal zum Thema machen, wie Informatiker das machen. Jetzt kommt man vielleicht überhaupt erstmal auf den Gedanken zu gucken, wie machen Informatiker das? Ja? Also es ist ganz wertvoll, eigentlich diese Prozesskonzepte mit in den Gesamtprozess mit einzubeziehen. So. Ja? Wie sind die Cluster entstanden? Auch durch Clusterung wieder. Und zwar doppelte Clusterung, einmal bezüglich der Inhaltskonzepte, einmal bezüglich der Prozesskonzepte. Und dann wurde wieder an einer bestimmten Stelle der Cut gemacht und dann sind diese Gruppen entstanden. Ja. Also wurde sozusagen zweidimensional geclustert, zweimal geclustert. Ja. So. Jetzt wollten wir aber immer noch nicht aufhören. Wir wollten ja wissen, was sind die zentralen Konzepte der Informatik im Gegensatz zu denen anderer Disziplinen, um auch sozusagen das Typische der Informatik mal rauszuarbeiten. Deswegen haben wir auch andere Disziplinen befragt bezüglich der zentralen Prozesse, um das mit den Informatikern zu vergleichen. Diese Prozesse, das sind die Inhaltskonzepte, das wären ja typische Informatikkonzepte. Ne? Die kann man nur Informatikern stellen eigentlich. Die Prozesskonzepte sind allgemeine Prozesse, so, die letztlich Allgemeinbildungscharakter haben. Die kann man ganz allgemein nehmen und auch mal Mathematikern geben oder Germanisten oder Physikern und so und sagen, was sind eure Prozesse? Genau das haben wir gemacht. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch der Hinweis, vorhin haben wir gesagt, Model als Konzept war ganz unten bei den immer noch zentrales Konzept, aber nicht prominent an erster Stelle oder so. Das rutscht aber jetzt hier an zweite Stelle, wenn man es in Verbindung mit Prozessen nimmt. Also der Modellbegriff in der Informatik ist gar nicht so prominent, vielleicht im Vergleich auch zu anderen Disziplinen. Aber das Modellieren ist eine Tätigkeit, die jeder Informatiker täglich macht. Ja, jeder Wissenschaftler beschäftigt sich mit Modellen, aber nicht jeder modelliert tagtäglich. Informatiker sind ständig am Kategorisieren, Klassifizieren, Analysieren, Generalisieren, Zusammenhänge finden und so weiter in Modellen. Oder das Ganze führt zu Modellen. Ja? Also vielleicht kann man sagen, Modell als Begriff hat keine übermäßige Bedeutung im Vergleich zu Algorithmus, Problem und so, aber wenn es um die Tätigkeiten rund um Modelle geht, dann ist es in der Informatik ganz prominent. So, jetzt haben wir die anderen Disziplinen befragt. Also kann ich vorstellen, 120 Mathematikprofessoren angeschrieben, Fragebögen, Briefmarken draufgeklebt, hinten Wachs drauf tropfen lassen und so, ja. War immer ein Mordsaufwand, aber hat Spaß gemacht. Hier sieht man jetzt, ich habe jetzt nur mal die absoluten Oberwinner-Prozesse angeführt. Ne? Bei Informatik hier oben, nochmal zur Erinnerung, Finding Relationships, Classifying, Problem Solving, Problem Posing, Investigating, Analyzing, Generalizing. Bei den Mathematikern sieht es so aus, auch Problem Solving und Problem Posing an oberster Stelle. Tip-Top-Prozess, ja. Auch Mathematiker sind Problemlöser, mathematische Probleme halt. Analysieren, generalisieren, klar. Mathematiker abstrahieren, permanent. Und, das findet man jetzt auch bei der Informatik oben, hier sind die Mathematiker aber, haben die einen Prozess, das die Mathematik jetzt gegenüber der Informatik auszeichnet, nämlich deductive reasoning. Das deduktive Schließen oder anders gesprochen, beweisen. Ja, die Mathematiker sind diejenigen, die beweisen, während die Informatiker diejenigen sind, die Tests verwenden. Weil die Mathematiker in der glücklichen Lage sind, Strukturen zu haben, innerhalb derer man beweisen kann. Und die Informatiker in der glücklichen Lage sind, oder in der unglücklichen nicht unbedingt beweisen zu können, aber in der glücklichen Lage sind, eine Maschine zu haben, auf denen sie die Tests laufen lassen können. Ja, grob gesprochen. Okay, dann haben wir den Fragebogen noch geschickt an 120 Physikprofessoren. Kam natürlich nicht immer 120 zurück. Wie gesagt, es waren so 20 im Schnitt vielleicht, mit, oder 25. Okay, bei Physik ist es jetzt so, auch immer Informatik oben zum Vergleich, da ist Beobachten, Observing einer der Top-Prozesse. Klar, ne? Und Finding Cause-and-Effect-Relationships, also Ursache-Wirkungszusammenhänge finden. Das machen Physiker, die beobachten die Natur, weil ein Naturphänomen ist eine Naturwissenschaft im Gegensatz zu Informatikern. Die sind nicht wirklich in der Naturwissenschaft, ja? Die sind eher Ingenieurswissenschaft vielleicht oder Strukturwissenschaft, Formalwissenschaft, vielleicht Geisteswissenschaft, haben bestimmte Anteile vielleicht von Naturwissenschaften, aber
der Gegenstand der Informatik ist nicht unbedingt die Natur, sondern eben Algorithmus, Problem und so weiter. Ne? Also Observing, Finding Cause and Effect Relationships, Investigating, Untersuchen, auch bei den Physikern, ähnlich wie bei den Informatikern, Top-Prozess, Questioning, Fragen stellen, das machen Physiker, Fragen an die Natur stellen und die dann durch Experimente beantworten. Und hier Problem Solving und Analyzing genauso in der Physik. Da will man auch Probleme lösen in der Physik. So, Germanistik, mal eine ganz andere Disziplin. 120 Germanistikprofessoren angeschrieben. Jetzt wird es spannend, jetzt wird es völlig anders. Also jetzt kann man sagen, okay, vorher Physik, Mathematik ist alles relativ ähnlich. Klar, das sind die MINT-Fächer. Ja, die haben vielleicht auch ähnliche Prozessprofile. Und MINT-Fächer zeichnen sich vielleicht dadurch aus, dass ähnliche Vorgehensweisen in den jeweiligen Disziplinen eine Rolle spielen. Die Germanistik ist mal ein völlig anderes Fach. Und da sieht man jetzt hier, da spielt Comparing die Top-Rolle. Das hatte mich auch überrascht. Die Germanisten sind es diejenigen, die vergleichen. Klar, wenn Sie mal schauen, da werden Texte verglichen, da werden Charaktere verglichen, Autoren verglichen, Zeiten verglichen, Wörter verglichen, Formen verglichen und so weiter. Ne? Also eigentlich permanent am Vergleichen. Jetzt als Laie von außen betrachtet. Ja, vielleicht sagt ein Germanist, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, aber es gibt auch sowas wie Vergleichen in der Literaturwissenschaft, glaube ich. Ja. Also Vergleichen scheint in der Germanistik zumindest einen viel höheren Effekt zu haben oder Bedeutung zu haben als in der Informatik. Using Metaphor, ganz oben, in den Naturwissenschaften, MINT-Fächer und so weiter, können Sie vergessen, hier einer der Top-Prozesse. Inquiring, also auch erforschen, transferring, übertragen, kommunizieren, natürlich auch ganz wichtig in der Germanistik, finding relationships und presenting. Okay. Macht auch irgendwie Sinn. Dann haben wir nochmal in der Nicht-Schulfach geschaut, die Psychologie. Da ist interessant, Communicating, einer der wichtigsten Prozesse, also der Austausch, ja. Observing, genauso als Wissenschaft, experimentell, ähnlich wie die Physik. Deswegen auch Questioning und Finding Relationships, Top-Prozesse. Okay, also mit diesen, okay, das sind jetzt natürlich alles Untersuchungen, die jetzt nicht repräsentativ sind, in dem Sinne, dass wir jetzt alle befragt haben, von allen Antworten gekriegt haben, aber die zeigen zumindest, dass man auch empirisch an sowas rangehen kann und schauen kann, wodurch zeichnen sich denn Disziplinen aus, um letztlich dann zu schauen, auf welche Aspekte sollte man denn dann in den jeweiligen Schulfächern fokussieren, um letztendlich dann die entsprechenden Curricula nicht aus dem hohlen Bauch zu gestalten oder durch Überzeugung, nur durch Überzeugung, sondern auch basierend auf empirischen Ergebnissen. Okay. Jetzt die Abschlussaufgabe für heute, sich hier mal einen Block rauszugreifen. Da können Sie jetzt gucken, ob Sie ein einzelnes kleines Quadrätchen hier rausnehmen oder ein größeres Rechteck oder ein Teil von einem Rechteck und sich ebenfalls mal wieder jetzt überlegen, für eine bestimmte Schulstufe eine Unterrichtsidee, die diesen Block umsetzt. Also wo die entsprechenden Inhaltskonzepte in Verbindung mit den entsprechenden Prozesskonzepten behandelt werden.